Was bisher geschah? In der letzten Folge haben wir den Indium-Antrieb gebaut, den stärksten Warp-Antrieb, den es gibt, aber wir haben den noch nicht eingesetzt, werden wir diese Folge auch noch nicht machen, weil der Plan für diese Folge ist, eine große Raffinerie zu bauen, für die wir chromatisches Metall brauchen. Deswegen gehen wir dieses Mal los und sammeln Metall. Und die Reise geht weiter im No Man's Sky. Aha, dann können wir jetzt gleich mal testen, ob das jetzt Salz ist da drin. Fortgeschrittener Minenlaser haben wir da aber, oder? Multiwerkzeug. Minenlaser. Was? Ach doch, hier, fortgeschrittener Minenlaser. Setzt die Optik des Standard-Minenlasers durch hochwertige lebendes Glas. Okay, ja. Linse passt automatisch an minimale Fluktuation. Okay. Geschwindigkeit plus 11 und das hier ist Nachladezeit. Was für eine Nachladezeit? Da stand generell nur, dass das die Effektivität erhöht. Nicht, dass es irgendwas mit einer Nachladezeit zu tun hat. Ja, doch, das. Oh. Jetzt kommt der. Ja, jetzt kommt der natürlich schon hier an, ey. Geh doch weg, Mann. Ist doch Quatsch. Okay, danach will ich aber das Salz haben. Weiß ja nicht, ob ich das Salz. Weil ich habe diesen Plan nicht, ne, um dieses Kristallgitter zu machen, was ich brauche für die Raketenschuhe, die ich ja gerne mal noch hätte. Mal gucken, aber ich meine, dass ich die. Und wenn ich hier drin bin, funktionieren die Pfeiltasten nicht. Wenn ich draußen bin, schon. So, aber die Raketenschuhe hatte ich ja schon mal. Raketenstiefel, hier, ja genau, Salzrefraktor. Das Teil fehlt mir noch, habe ich auch noch nicht gesehen. Oh. Oh, bei 100 chromatisches Metall, das ist ein bisschen doof. Ja. Aber der Jetpack-Tank wird größer. Tank. Ja, alles. Okay, hatte ich schon mal. Wird nicht mehr akzeptiert, dass es da so aussieht, als wäre was drin. So, genau. 25 brauchen wir nur, okay. Wunderbar. Erfolg melden. So, oh. Dann können wir gerade mal gucken, ob wir zufällig noch ein. So, das haben wir gemacht, ne? Da müssen wir auch zurück, genau. So, das andere, was ich mir jetzt gerne noch angeguckt hätte, wäre, ob ich hier Gold schneller rauskriege. Nee, ich hätte ja gerne eigentlich Uran gehabt, nicht Gold. Metallfinger, Gold. Uran. Naja, also. Das ist nicht wirklich schneller. Ja, jetzt, aber doch, doch, geht schon ein bisschen schneller. Dann. Also, das ist schon gar nicht so schlecht, was aus einem Finger rauskommt. Ja, nee, wir gehen hier jetzt weg, denn geht's auf dem Frachter jetzt zurück. So, wir sind ja erstmal auf der Raumstation zurück. Ich gebe mir jetzt die beiden Aufgaben ab, die wir da gemacht haben. Und ich würde eigentlich erstmal noch in dem System hier bleiben und mal auf einen anderen Planeten gehen, um zu gucken, ob wir irgendwo komfortabel Metall herbekommen. Weil wir für eine ganze Menge dieses chromatische Metall brauchen. Und da brauche ich ja. Oh, ist der gelohnt hier, 290. Weil wir brauchen das für eine ganze Menge von Sachen. So, dann mal gucken, ob. Oh! Oh! Direkt ein Frachter, der kaputt ist. Krass. Das hatte ich ja nicht gewusst, dass es sowas gibt. Wir hatten das zwar einmal für die Mission von Nada und Polo, aber anscheinend gibt es sie ja auch komplett random. Und dann müssen wir nicht mal, weil die Startschubdüse ist leider leer. Müssen wir da nichts mehr machen? So, Gammastopp durchschnittlich, vorne umflassend, Wächter. Okay, die sind nicht aggressiv. Ist ja schon mal gut. Mal gucken, ob wir hier Frachtertechnologie rausholen können. Das wäre ja auch angenehm. Da. Frachterterminal, ja. So, Protokoll beschädigt. Ist irgendwas verfügbar? Protokoll lesen. Gibt's da? Meine Liebe, morgen fliege ich in ein schwarzes Loch. Ich weiß, dass wir nicht mehr. Okay. Ich habe davor gewarnt, mit so einem großen Schiff durch den Spalt zu fliegen.
Aber sie sind arrogante, eingebildete Kreaturen. Wir haben uns in den Himmel über... Okay, hier wird die Realität selbst ad absurdum geführt. Die Landschaft dieses einst stolzen Planeten, der jetzt Spielball unseres unsichtbaren Feindes geworden ist, ist mit Sechsecken übersät. Sind wirklich Sechsecke? Ich fürchte, ich werde nicht rechtzeitig nach Hause kommen. Wir haben das Wasser getrunken. Meine Liebe, verzeih mir. Okay. Materialien aus dem Wrackbergen. Ah, Frachterberg. Okay, cool. Warte mal. Achso, das kann ich ja mal auswählen. Da. Ich gehe mal einfach so. Geht das hier? Fotomodus? Ist ja. Ist es radioaktiv gewesen? Sonne bewegen? Nee. X. Nee. Screenshot machen, share. Ah, elegante Studie, okay. Also ich muss die nicht speichern. Das geht auch so. So. Aha. So, jetzt ist die Frage. Nee, warte mal. Nach wertvoller Fracht suchen. Muss wahrscheinlich danach buddeln. Nur ich habe keine Ahnung, wo, ne? Kupfer. Ist das hier was? Nee, das zählt nicht. Nicht so mach. Kriegt man nix. Kobalt. Aber das ist alles weit weg. Unbekanntes Gebäude, ha? Da. Frachtkapsel. Ah, okay. Gibt aber nur eine davon anscheinend, aber ich hole mir jetzt erstmal das Kupfer. Das ist ja gut. Das war denn richtig Glück, dass wir hier gelandet sind. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Du mieses Schwein. Okay, aber das ist nur der Hinweis, dass der da ist. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich da nichts mehr habe. Ich brauche auch eigentlich noch Ferritstaub, um die Startschubdüse wieder vollzuladen. So, 26 Kupfer. Ich kann aber auch sein, dass es sowieso 1:1 ist, die Umwandlung zu chromatischem Metall. So. Okay, also hier direkt unter mir ist die nächste. Wahrscheinlich reicht... Ja. Sieht nicht so aus, als ob das besonders weit reicht. Ziel erreicht, was? Okay, es ist jetzt schon leer. Okay. Ach, also dieses Teil ist so ineffektiv. Das verbrennt so viel Energie. Das ist unfassbar. Oh ja, dann bin ich jetzt erstmal eine Weile unterwegs und sammle das Zeug und hoffe, dass ich dabei nicht radioaktiv verbrenne oder so. So, jetzt der Manipulator wieder voll. Das war... Ja. Also da müssen wir auf jeden Fall was einbauen, dass es besser geht. Ich hoffe, sowas gibt's. So, in die Richtung. Ah, das ist schon. Muss ich da irgendwie von der anderen Seite ran oder so? Oh, das ist ja uncool, ey. Dann haben die wahrscheinlich hier irgendwo ein so ein Ding, wo ich mit interagieren kann. Oben drauf. Wo ich denn hier reingucken kann, oder was? Ja, ach, okay. Ah, das sind so eine Frachtdinger. Okay. Was? Die haben noch eine Sicherheitsteile? Eine Sicherheitsteile, okay, aber... Okay, Natrium haben wir noch. Antimaterie. Was? Strahlung entdeckt? Die war da drin? Wo denn?
Das kam aus dem Frachtding raus, oder was? Das ist ja mies. Okay. So, wo... Da ist auf jeden Fall noch eins. Wahrscheinlich bin ich jetzt schon wieder zu nah dran, um die anderen zu sehen. Achso, das ist da oben dann bestimmt irgendwo. Okay, da soll das nächste sein. Ha, also... Okay, das mal. So. Das ist ja aber dann Lebenserhaltung. Achso, ja. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Wenn da gefährliche Sachen rauskommen. Ah. Okay. Das ist das Schlauste, aber gerade nach unten ist doch nicht klug. Okay, da ist es wieder. Das ist richtig doof, dass man nicht sehen kann, wo hier der Eingang ist. Zu dem Teil. Okay. Müssen wir natürlich aufpassen, ne? Wenn hier jetzt auch wieder Radioaktivität rauskommt, dann müssen wir hier hinmachen. Jetzt? Gar nichts, okay. Antimaterien, jetzt schnell weg. Ja. Das ist natürlich ungünstig. So, das war jetzt der zweite von 6. Sehen wir jetzt hier zufällig noch mehr. Das müsste ja so eine Kiste sein. Da ist noch eine. Ich hatte gerade meinen Extra-Anzug mit Uran aufgeladen. Ah ne, habe ich ja immer noch genug. Dann haut es ja ganz schön rein, was da rauskommt aus diesen Frachtkapseln. Ah, hier. Ah, das diesmal ist gut. Ja. Hauptzelle. Oh. Schnell genug weg. Ja. Was? Was gibt's denn da zum Scannen? Ein Frachter? Nee. Dieses kleine Ding da? Tatsache. Gibt ja auch nochmal Money. So. Da ist noch einer und der hier ist aber näher dran. Ah, das ist auch noch einer. Okay, ah, das sind die. Okay, das sind die drei. Das ist einer. Okay, da muss ich nicht mal nachbuddeln. Sehr schön. Jo. Hier kommen wir auch wieder so dran. Ein Glück habe ich viel Natrium dabei. Units. Auch nicht schlecht. So, in dem ist hoffentlich nichts. Na, warte mal. Ich wollte mal den anderen eigentlich noch markieren. Wenn wir den denn sehen würden. Ah, oben drauf. Cool. Dann können wir uns ja den Rest sparen von dem Manipulator. Hoffentlich. Ah ja doch, hier kommen wir so ran. Ah, da liegt der denn anscheinend schon ein bisschen länger hier. Okay, also erstmal Natrium sammeln. So, das war jetzt nochmal ein ganz schöner Umweg. Die blöden Pflanzen zu suchen, weil es gibt gab hier in der Gegend nicht so viele. So. Das heißt, aber wir haben jetzt hoffentlich genug für zwei. Ich glaube, ich habe 80 oder so gesammelt. 20 brauche ich ja nur pro Teil. Raumstifttreibstoff, das ist auch gut. Yo, okay, das hat doch ordentlich reingehauen. Ja, das letzte ist da oben. Ich hoffe, da komme ich hin. Nein. Okay, dann einmal rum. So, da ist das letzte Teil. Ich weiß gar nicht, aber was kriegen, wenn wir das jetzt hier abschließen? Oder einfach nur... Ja, jetzt hast du ganz viel Zeug gesammelt. Nochmal Geld. Missionsagenten zurückkehren. Ja, okay, aber das war ja für das Foto. Oh, warte mal. Das brauchen wir ja auch. Das hier nicht auch so ein Ding. Doch. Hier schon. Nö.
Zack. Ist ja okay. Komischerweise ist auch dieses Quest verschwunden. Würde ich mir sagen, ich soll das hier... Warte mal, ich renne erstmal ins Raumschiff. Ja, ja. So, das Quest ist nämlich nicht mehr da. Position bestätigen, Missionagenten zurückkehren. Das hier ist irgend so ein Archivding. Gegenstände machen. Weltraumanomalie betreten? Oh, was? Okay, na ein Glück hat das so gut geklappt hier mit der Anomalie. Okay, machen wir trotzdem mal. Was denn passiert? So, dann mal gucken, ob das jetzt irgendwie für irgendwas zählt. Oder ob die jetzt wieder nur... nicht mit richtig mit mir reden. Oder das ist jetzt sonst was. Jetzt kann ich in den Spezialraum, weil... weil ich der krasseste Entdecker bin, den es hier gibt. Ich spreche mit den Bewohnern der Station. Okay, ja. Machen wir. Hoffentlich nicht mit dem anderen Bewohner da. Spezialist Polo. Freunde findet man überall. Man muss nur wissen, wo man sucht. Freunde in allen Formen, in allen Größen, in allen Umgebungen. Okay. Der Gag wischt seine ölbeschmutzten Hände an seinem Anzug ab, während er mit mir spricht. Stellt er sich als Spezialist Polo vor, ein flüchtiger... sich mit dem Roller... Okay, interessiert sich für meine Reise und... Okay. Daten für Polo finden. Ja. Das fängt jetzt auch wieder von vorne an. Alien-Begegnungsdaten für Polo sammeln. Okay. Alien-Begegnung für Polo sammeln. Kehre zur Weltanomalie... Okay, zurück. Haben wir gemacht. Ja, wir sind erfreut, erquickt. Dich zurück, kehrt zu sehen, Fremder. Okay, Daten übertragen. Ist in die Daten vertieft. Abweichungen, die er schon kennt, grummelt er. Bei neuen jubelt er. Dann klatscht er wie wild und bietet an, mir eine neue Technologie zu erstellen. Erstellen kann er das. Er behauptet, dass uns jetzt eine glorreiche Freundschaft verbindet. Okay. Exo-Anzug, Multiwerkzeug oder Raumschiff? Ich nehme mal Multiwerkzeug, weil wir brauchen das Terrain-Ding auf jeden Fall. Kämpfe nur, um zu überleben, mein Freund. Schätze die Galaxie und alle ihre Wunder. Ich will gar nicht kämpfen. Ah, cool. Großkolben-Projektilwerfer feuert Plasmageschosse für die schnelle Bodenausgrabung ab. Geladen mit instabilen Plasma. Warnung, die Locherzeugung durch Sprengstoff kann auch organische Materie in der Nähe beschädigen. Seltenes Metallelement, was ist das denn? Irgendeins davon? Okay, kein Grund zur Eile. Ich weiß, wohin du gehst, okay? Weiß er gar nicht. Ist ja wohl eine Lüge. Ohne Einschränkung erkunden. Das Universum wartet auf dich. Okay. Können wir hier nochmal? Okay. Mit dem anderen will ich gar nicht reden. Okay, dann haben wir jetzt... Was? Polo ist mit der Analyse beschäftigt. Verbleibende Zeit. 2 Stunden. Rufe das Protokoll, um eine andere Aufgabe zu wählen. Okay. Aha, dann kann ich jetzt anscheinend in 2 Stunden wieder... herkommen. Kaufe Technologie. Sammle oder raffiniere seltenes Metallelement. Produziere oder raffiniere seltenes Metallelement aus reinem Ferrit. Um hochentwickelte Produkte herstellen zu können, benötigst du eine große Raffinerie. Vorräte von seltenen. Was? Von seltenes Metallelement findet man gelegentlich im Inneren von seltenen planetaren Kristallen. Okay. Technologiemodule haben wir noch. Ja, wunderbar. Eine große Raffinerie wollte ich sowieso bauen. Sammle oder raffiniere reinstes Ferrit. So, wir machen hier jetzt aber erstmal Schluss. Und in der nächsten Folge bauen wir dann wirklich die Raffinerie. Also bis zum nächsten Mal im No Man's Sky.